Komm, hol mal Luft. Komm, mach. Traut er sich wieder nicht. Der feige Dreckskerl. Toll. Und meine guten Stiefel hängen im Wasser. Die war neu. Das Pferd macht einfach, was es will. Da liegt, glaube ich, nichts mehr. Den Wagen haben wir schon so oft abgeklappert. Und ich freue mich, wenn wir den Holzschuppen 2 haben. Dann machen wir einfach 4 Holzfäller. Dann ist einer nur für Stämme und Bretter. Also ein Holzschuppen ist nur für Stämme und Bretter zuständig. Und einer für Stöckchen und Brennholz, weil da haben wir auch eigentlich kein Problem mehr, Stöckchen selber sammeln zu müssen. Und ich kann halt instant die ganze Zeit nur noch Löffel herstellen. Boah, das wird gut. Oder halt Messer. Wir können ja weiterhin beides machen. Ich habe bloß keine Lust, dass schon wieder jemand schwanger wird, und ich habe auch gerade keinen Bock, ein Haus zu bauen, wobei das vermutlich das Sinnvollste wäre. Und noch dazu das Einfachste. Unikos, was ist das überhaupt für ein Name? Das Ausrufezeichen ist ganz klar hier drin. Ach, als ob der sich hier versteckt. Moin. Na, habe ich dich geweckt? Deine Freunde, ohne Scheiß, sind alles Pisser. Bla 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 bla. Jetzt soll ich schon... Ich gehe jetzt nicht schon wieder zusammen, boah, der Typ ist unheimlich. Der wollte, dass ich eine Eule umbringe. Also, nicht dich. Sorry. Und dann durfte ich den nicht mal umbringen, weil es ein Mensch war. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause, mir reicht's. Also jetzt haben wir noch 2 Tage. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit der Zeit? In der Mine brauchen wir erstmal nicht, das hat sich erledigt. Wir könnten uns höchstens mal wieder ein paar Pfeile herstellen. Da haben wir nicht mehr so viel. Ein bisschen Brennholz. Warum stacken die sich nicht? Warum? Warum? Habe ich? Warum habe ich die Löffel nicht verkauft? Ich dachte, wir hätten die verkauft. Ah, ja, die... Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, bei uns war das relativ... War das nachts oder da? Das ist schon wieder so lange her. Es war auf jeden Fall geil. Ich dachte halt bloß, ich darf den dann wirklich umbringen. Ich hatte mich fast ein bisschen gefreut. Weißt du, Spiele sind halt so meine Chance... All das, was ich so nicht machen darf, mal rauszulassen. Frauen schlagen. Kinder vor den Bus schubsen. So Dinge ihm. Was jeder will, aber niemand traut sich. Ah, wir könnten auch mal Kohlsuppen verkaufen. Andererseits lohnt sich das überhaupt? So, das futter ich erstmal, wird eh schlecht. Ja, mir ist ein bisschen schwindelig. Warum ist denn jetzt vergiftet? Das war doch alles noch gut. Ist mir egal. Wir werden das bestimmt überleben. Hoffe ich. Sonst. Wobei ich diesen visuellen Effekt ganz cool finde.
Hat was. Man könnte meinen, der hat gerade eine Lunte geraucht. Junge, musst du kotzen? Dann sag aber Bescheid, ja? Schatz. Ah, perfekt. Auch gar nicht mehr vergiftet. Sehr gut, hau ab. Bad. So, irgendwann abends kommt immer dieser Scheißreiz zu husten. Jetzt war es halt soweit. Ja, eigentlich, wir müssten wirklich Häuser bauen, damit wir in die Richtung skillen. Warte, hier. Und dann hoffentlich bald. Wo ist denn das? Bautechnik, genau. Und dann bald hier. Es fehlt ja auch nicht mehr so viel. Das hier ist halt ranzig. Baute finde ich interessant. Die reparieren für mich? Das ist cool. Ja, im Endeffekt, was bleibt mir übrig, ne? Wir werden halt nochmal ein Haus bauen. Schon mal auf Vorrat für die neuen Holzfäller. Wenn eins nicht reicht, bauen wir noch ein zweites. Damit wir dann einen Holzschuppen 2 bekommen. Andererseits, es reicht ja ein Holzschuppen 2. Also auch 2 Arbeiter. Und dann kann Holzschuppen 1 einmal Stämme machen und der andere Holzschuppen 1 kann dann Brennholz machen. Oder? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ach komm, leck mich doch. Wollen wir das nicht vielleicht einfach drin lassen? Das Spiel ist so schon anstrengend genug. Beziehungsweise nicht anstrengend, aber nervig manchmal. So könnten wir halt wenigstens in einem Zug so ein komplettes Haus mal schnell fertig bauen. Dann brauchen wir noch Bretter. Und gegebenenfalls nochmal einen Hammer. Ich würde demnächst vielleicht auch mal einen Bronzehammer für uns herstellen. Einfach damit die länger halten. Und der Schmied braucht ja auch immer wieder Werkzeug. Einfaches Haus. Das reicht. So, das kommt hier auch eine super Nachbarschaft. Ist sehr beliebt. Gerade bei jungen Familien. So, dann müssen wir den ganzen Scheiß hier nur wieder alles in Stein umwandeln. Nee. Das ist eigentlich so ziemlich das Nervigste. Sonst ist Häuser bauen ja gar nicht so schlimm, wenn man Material hat. So, das hier oben. Und Holzschindel. Richtig schöne Häuser hier. Na dann, holen wir mal. Vor allem, wenn sich das Bautempo gleich ein bisschen erhöht, dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Ich hoffe einfach, das reicht, damit wir die neuen Holzschuppen bauen können. Andererseits,
ja, zur Not halt wirklich noch ein Haus. Und wir können ja auch noch einen Schmied brauchen zum Beispiel. Wollten wir eigentlich eh machen. Zwar nicht unbedingt gleich jetzt, aber wenn es sich anbietet, warum nicht? So. Ja, schnauf mal durch. Du hast wirklich ein richtig anstrengendes Leben, ist schon klar. Weißt du, ein Haufen Dorfbewohner, die die Arbeit für dich erledigen. Aber dann... mein Leben ist so hart. Richtiger Simulant. So. Wie viel schneller so ein Haus gebaut ist, wenn man kein Gewicht hat. Ich glaube, ich lasse das wirklich aus. Scheiß drauf. Ja, huh. So, Ausdauer hoch. Müsste langsam reichen. Von der Seite komme ich da nicht ran. Und hier? Ja, doch klappt. Oh, ich habe nicht genug Bretter dabei. Wie ist denn das passiert? Ich dachte, ich nehme einfach mal ganz viel mit. Wird schon hinhauen. Hey, jetzt mach das doch fertig. So. Oh, leck mich jetzt. Fehlen wirklich noch 20 Bretter, das war's. Nervig. So, das Lager ist näher. Ich habe fast ein bisschen Mitleid mit unseren Holzfällern, dass die so draußen stehen müssen beim Schnitzen. Ist doch kalt. Stimme. Die Löffel müssen wir dann halt gleich verkaufen. Ich weiß gar nicht, warum wir die noch haben. Ich dachte, das wären alle gewesen. Von wegen Durst, komm, friss Schnee. Hast du gleich keinen Durst mehr. Wenn du Glück hast, kriegst du gelben. Hast du noch ein paar Zusatznährstoffe. Vertrau mir, das ist gesund. Nichts freigeschaltet. Och komm. Ich habe mich jetzt irgendwie eigentlich schon sehr darauf eingestellt. Wirklich? Wegen 90, ja, wegen 100 Punkten? Ich kann doch jetzt nicht noch ein Haus bauen. Nur wegen so einem Scheiß. Also kann ich schon, klar, aber will ich halt nicht. Wir bräuchten 72 Bretter für noch eins. Ich glaube, so viel haben wir eh nicht. Wie schaut es eigentlich gerade mit Brennholz aus? Ja, aber das steigt. Also das könnte hinhauen. Ja, wir haben eh nicht mehr genug Bretter für noch ein Haus. Wie kriege ich denn jetzt schnell Bautechnik hoch? Mit irgendwas Kleines. Stöckchen wasten will ich nicht, davon haben wir nicht so viel. Skillen wir, wenn ich hier Wege anlege, auch Bautechnik?
Das Ding ist mit Zäunen, ich müsste halt meine kompletten Stöckchen wieder verwursten und so viele haben wir nicht auf Vorrat. Und ich brauche halt viele Stöckchen wegen Werkzeug ständig. Oder? Ich meine, die haben jetzt ein bisschen gesammelt. Hallo. Wie viele haben wir denn gerade? Ja, 62 Weiße, das sind halt 5 Zäune. Das ist nicht so viel. Funktioniert das mit Weg... Weiß ich, ich probiere es einfach aus. So, wie viel genau haben wir jetzt bei Bautechnik? 401,7. Das hat man hier schon mal so, ne? So, hat das was gebracht? Ja doch, die bringen offensichtlich schon einen Punkt, aber halt nicht wirklich viel. Ach, leck mich doch. Auf 0,1 Punkt ist geschissen. Sonst... Wir könnten Deko-Scheiß machen. Ja, 4 Stämme. Vielleicht nicht unbedingt gleich einen Tisch. Blumentöpfe. Es gibt so viel Blödsinn hier einfach. Lagerfeuer wäre eigentlich wirklich cool. Aber kostet auch Stöckchen. Halt genau das, was ich gerade eigentlich nicht ausgeben möchte. Warte mal. Andere Idee. Wir kriegen doch bestimmt auch Bautechnik, wenn wir Häuser verputzen. Gehe ich jetzt einfach mal ganz frech davon aus. Vielleicht reicht das ja. Aber wie gesagt, noch ein Haus sehe ich gerade nicht wirklich ein. Achso. Warte. Dekorieren? Hä, wie cool. Das ist ja richtig Möglichkeiten. Wann? Das ist voll geil. Hä, das ist voll geil. Das macht man irgendwo bei allen Häusern. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also nicht heute, aber es wird kommen. Ja, und vor allem, wie gut das auch ausschaut. Ging das schon immer? Ich habe noch nie gesehen, dass ich da irgendwie dekorieren könnte. Ist mir halt zumindest noch nicht aufgefallen. So, da haben wir auch bald eigentlich alle Häuser bestmöglichen Dämmwert. Also die Hälfte haben wir bestimmt durch. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Ein zweiter Grabungsschuppen wäre eigentlich auch geil, ne? Für mehr Kalkstein. Das Problem ist, irgendwann kommen wir halt an den Punkt, wo wir Kalkstein nicht mehr brauchen, weil alles verputzt ist. Oder braucht man Kalkstein noch für irgendwas anderes? Kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. So, wie viel fehlt jetzt noch? Och man, das Verputzen bringt ja auch fast nichts. Ich will nicht noch ein Haus bauen. Aber das nervt. Ja gut, ich baue noch eins. Ich hasse mein Leben. Manchmal wirklich. So, die brauchen wir auf jeden Fall alle. Stamm. Das reicht auf jeden Fall. Ja, und das hier bestimmt auch.
Kriegen wir das hier platztechnisch noch gut unter? Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. Och Mann, wieso hat denn der immer... Warum hat der immer Durst oder Hunger? Der Typ ist wirklich schrecklich. So, das muss reichen. Teil's dir ein. Steinwand. Achso, nee, keine Tür. Hä, hey, geh mal zurück. Eine Tür pro Haus reicht. Nein. So, dann hier noch das Dach. Jetzt müsste alles soweit fertig sein. Voll cool. Also irgendwann, wenn wir hier mal so weit sind, dass das alles läuft, ohne dass ich noch irgendwas selber abbauen muss, werden wir die Häuser noch richtig schön dekorieren. Ich sehe es schon kommen. Das wird super. Und wir brauchen, glaube ich, auch Bretter für den zweiten Holzschuppen. So viele Probleme. So viele Probleme einfach. Gefühlt müssten wir mal richtig Vorrat ansammeln und dann einfach ein Jahr durchlaufen lassen, ohne irgendwas zu machen. Nur Lager auffüllen. Und dann kannst du so richtig bauen. Wäre schon cool. Ich hoffe, dass der Schmied noch einen Namen hat, weil sonst hat bald niemand mehr Werkzeug. Und das könnte ein Problem werden. Sollte ich dem vielleicht einfach mal sicherheitshalber schon mal einen Bronzehammer machen, dass der möglichst lange hält? Oder gleich zwei? Gut, dann fehlt jetzt nur noch das Schlimmste, nämlich das Dach. Ja, ich bin schmutzig, ich bin ganz schmutziger. Ich bin halt so der Typ für Dirty Talk. Klar. Wenn sogar Spiele das schon erkennen. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir von den Punkten schon so weit sind, bevor das Dach drauf ist. Aber ich glaube, wir kriegen das dann alles bloß im Gesamten. Das heißt, wir brauchen noch 16 Bretter. Kann ich ja herstellen, wir haben Stämme dabei. Sind 8 Stämme. Das tut mir nicht mal wirklich weh. Hau mal ab. Wir kriegen doch immer 2, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, perfekt. Schaut aus wie so eine Neubausiedlung.
jedes Haus wie das andere. Ich hoffe, dass ich niemals in sowas leben muss. Das wäre nichts für mich. Aber ich glaube, viele Stämme haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Hau mal. Und? Und? Komm schon. Holzschuppen 2. Holzschuppen 2. Ist das? Ne. Mm-mm. Dann kommen wir da heute nicht mehr zu. Das wäre eigentlich, wenn ich ehrlich bin, so das finale Ziel für heute gewesen, den Holzschuppen 2 noch zu bauen. Aber ich baue da jetzt nicht noch 10.000 leere Häuser, nur damit wir das Ding da hinsetzen können. Dann würde ich eher sagen, das machen wir dann nächste Woche. Ne? Haben wir heute genug getan. Mehr als unsere Bewohner auf jeden Fall, weil die sind faul. Die arbeiten den ganzen Tag nichts. Dann würde ich sagen, ich stell mich hier rein. Ja, schöne Aussicht, Hammer kann weg. Dann würde ich sagen, an der Stelle erstmal für die Leute, die das dann bei YouTube zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und einen schönen Tag noch.